Herkese merhaba. Deutsche Verben, Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan schneiden, rühren, kochen, reiben, braten fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman genel olarak yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda yaşanmış, olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılmaktadır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. Bugün öğreneceğimiz fiiller, mutfakta gerçekleşen fiiller, yani mutfakta yaptığımız eylemler. İlk fiilimiz schneiden, kesmek. Düzensiz bir fiildir. Präsens, ich schneide, ben kesiyorum. Ich schneide, ich schneide. Präteritum, ich schnitt, ben kesiyordum, kestim. Ich schnitt, ich schnitt. Perfekt, ich habe geschnitten. Ben kestim. Ich habe geschnitten. Ich habe geschnitten. Tekrar edelim. Ich schneide. Ich schneide. Ich schnitt. Ich schnitt. Ich habe geschnitten. Ich habe geschnitten. Futur 1. Ich werde schneiden. Ben keseceğim. Ich werde schneiden. Ich werde schneiden. Futur 2. Ich werde geschnitten haben. Ben kesmiş olacağım. Ich werde geschnitten haben. Ich werde geschnitten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geschnitten. Ben kesmiştim. Ich hatte geschnitten. Ich hatte geschnitten. Tekrar edelim. Ich werde schneiden. Ich werde schneiden. Ich werde geschnitten haben. Ich werde geschnitten haben. Ich hatte geschnitten. Ich hatte geschnitten. Örnek cümlemiz. Schneide bitte zuerst die Zwiebel. İlk önce soğanı kes lütfen. Tekrar edelim. Schneide bitte zuerst die Zwiebel. Schneide bitte zuerst die Zwiebel. İkinci fiilimiz rühren. Yemek karıştırmak anlamında. Sich rühren dediğimizde, yani dönüşlü, refleksif fiil olarak kullandığımızda anlamı tamamen değişmektedir. Hareket etmek, yerinden kımıldamak anlamına gelir. Präsens, ich rühre, ben karıştırıyorum. Ich rühre, ich rühre. Präteritum, ich rührte. Ben karıştırdım, karıştırıyordum. Ich rührte.
Ich rührte. Perfekt. Ich habe gerührt. Ben karıştırdım. Ich habe gerührt. Ich habe gerührt. Tekrar edelim. Ich rühre. Ich rühre. Ich rührte. Ich rührte. Ich habe gerührt. Ich habe gerührt. Futur bir. Ich werde rühren. Ben karıştıracağım. Ich werde rühren. Ich werde rühren. Futur iki. Ich werde gerührt haben. Ben karıştırmış olacağım. Ich werde gerührt haben. Ich werde gerührt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gerührt. Ben karıştırmıştım. Ich hatte gerührt. Ich hatte gerührt. Tekrar edelim. Ich werde rühren. Ich werde rühren. Ich werde gerührt haben. Ich werde gerührt haben. Ich hatte gerührt. Ich hatte gerührt. İlk örnek cümlemize geçelim. Rühre bitte kurz das Essen. Lütfen yemeği kısaca karıştır. Tekrar edelim. Rühre bitte kurz das Essen. Rühre bitte kurz das Essen. Sich rühren, yani yerinden kımıldamak, hareket etmek anlamında da bir cümle kuralım. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Hareket etmeyiniz, yerinizden kımıldamayınız. Tekrar edelim. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Diğer bir fiilimiz kochen. Pişirmek, kaynamak, kaynatmak anlamına gelir. Präsens, ich koche. Ben pişiriyorum. Ich koche. Ich koche. Präteritum, ich kochte. Ben pişiriyordum, pişirdim. Ich kochte. Ich kochte. Perfekt. Ich habe gekocht. Ben pişirdim. Ich habe gekocht. Ich habe gekocht. Tekrar edelim. Ich koche. Ich koche. Ich kochte. Ich kochte. Ich habe gekocht. Ich habe gekocht. Futur bir. Ich werde kochen. Ben pişireceğim. Ich werde kochen. Ich werde kochen. Futur iki. Ich werde gekocht haben. Ben pişirmiş olacağım. Ich werde gekocht haben. Ich werde gekocht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gekocht. Ben pişirmiştim. Ich hatte gekocht. Ich hatte gekocht. Tekrar edelim. Ich werde kochen. Ich werde kochen. Ich werde gekocht haben. Ich werde gekocht haben. Ich hatte gekocht. Ich hatte gekocht. Örnek cümlemize geçelim. Ich werde heute Abend für uns etwas Leckeres kochen. Bu akşam bizim için lezzetli bir şeyler pişireceğim. Tekrar edelim. Ich werde heute Abend für uns etwas Leckeres kochen. Ich werde heute Abend für uns etwas Leckeres kochen. Diğer bir fiilimiz reiben, rendelemek. Bu düzensiz bir fiildir.
Präsens, ich reibe, ben rendeliyorum. Ich reibe, ich reibe. Präteritum, ich rieb. Ben rendeliyordum, rendeledim. Ich rieb, ich rieb. Perfekt, ich habe gerieben. Ben rendeledim. Ich habe gerieben. Ich habe gerieben. Tekrar edelim. Ich reibe. Ich reibe. Ich rieb. Ich rieb. Ich habe gerieben. Ich habe gerieben. Futur bir. Ich werde reiben. Ben rendeleyeceğim. Ich werde reiben. Ich werde reiben. Futur 2. Ich werde gerieben haben. Ben rendelemiş olacağım. Ich werde gerieben haben. Ich werde gerieben haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gerieben. Ben rendelemiştim. Ich hatte gerieben. Ich hatte gerieben. Tekrar edelim. Ich werde reiben. Ich werde reiben. Ich werde gerieben haben. Ich werde gerieben haben. Ich hatte gerieben. Ich hatte gerieben. Örnek cümlemize geçelim. Ich reibe die Karotten für den Salat. Salata için havuçları rendeliyorum. Tekrar edelim. Ich reibe die Karotten für den Salat. Ich reibe die Karotten für den Salat. Diğer bir fiilimiz braten. Kızartmak, tavada veya ızgarada kızartma yapmak. Bu da yine düzensiz bir fiildir. Präsens, ich brate. Ben kızartıyorum. Ich brate. Ich brate. Präteritum, ich briet. Ben kızartıyordum, kızarttım. Ich briet. Ich briet. Perfekt, ich habe gebraten. Ben kızarttım. Ich habe gebraten. Ich habe gebraten. Tekrar edelim. Ich brate. Ich brate. Ich briet. Ich briet. Ich habe gebraten. Ich habe gebraten. Futur bir. Ich werde braten. Ben kızartacağım. Ich werde braten. Ich werde braten. Futur 2. Ich werde gebraten haben. Yani ben kızartmış olacağım. Ich werde gebraten haben. Ich werde gebraten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gebraten. Ben kızartmıştım. Ich hatte gebraten. Ich hatte gebraten. Tekrar edelim. Ich werde braten. Ich werde braten. Ich werde gebraten haben. Ich werde gebraten haben. Ich hatte gebraten. Ich hatte gebraten. Örnek cümlemiz, ich werde zuerst das Fleisch braten. İlk önce eti kızartacağım. Tekrar edelim. Ich werde zuerst das Fleisch braten. Ich werde zuerst das Fleisch braten. Bu dersimizde schneiden, rühren, kochen, reiben, braten fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.
Hoşça kalın.